dieses Domina-Sein an sich, so als Domina, du bist nicht diese böse Frau. Nein, du kannst eine Domina in deiner eigenen Art sein, in deiner eigenen Rolle oder Persönlichkeit und kannst den Mann oder den Gegenüber, den du gerade hast, auf deine Art und Weise dominieren und auch deinen Spaß dabei empfinden. Ich finde, wir sollten einfach viel offener auf diese Spielarten oder Praktiken gegenüber sein. Woran denkt ihr, wenn ihr das Wort Domina hört? Also ich kann nicht leugnen, dass bei mir da auch so Bilder aufgehen von wegen Lack und Leder und Peitschen und Foltermethoden und so. Ich weiß, es ist weird. Wir wollen heute auf jeden Fall darüber sprechen, ob das stimmt oder nicht. Und deswegen habe ich niemanden sonst hier als Herrin Mai. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Erzähl mir, was bedeutet es für dich, Domina zu sein? Also, als Domina bewege ich mich im Bereich des BDSM. Und ja, bin dann die Herrin eines Sklaven, den ich dann, also der sich dann mir total unterwirft und mir gehorcht. Und in dem Maße fühle ich mich halt total ermächtigt. Und das gibt einfach dir selbst ein schönes Gefühl, ein Gefühl von Selbstbewusstsein, irgendwo auch Selbstbestimmung. Und der hat mir ja auch in der Sexualität super viele Türen geöffnet. Wie sieht so ein Arbeitsalltag aus? Was sind das für Dienstleistungen? Also als Domina hast du natürlich viele Felder, in die du dich irgendwie spezialisieren kannst. Es gibt die Möglichkeit, deinen Sklaven, also mein Klient ist dann mein Sklave, ihn verbal zu demütigen. Also es sind dann so verschiedene Schienen wie die psychische Schiene und auch die physische Schiene. Zur psychischen Schiene gehören zum Beispiel Praktiken wie, wie gesagt, die verbale Erniedrigung, als auch sowas wie Petplay. Kannst du das Oder erklären? ja, also dein Sklave ist dann wie ein Tier, also je nachdem, welches Tier er sein möchte. Und du führst ihn dann. Wenn er zum Beispiel ein Hund sein möchte, dann kannst du ihm eine Hundeleine anlegen und ihm dann Sachen befehlen. Also ja, vieles verbal halt. Und was ich mache, ist halt physische Schmerzen bereiten, also eher die SM-Schiene. Wie kam es dazu, dass du Domina geworden bist? Ich muss sagen, es war im letzten Jahr, ich glaube so rund um den Frühling rum. Da habe ich so ein Video auf Social Media gesehen. Und dann habe ich mich da so ein bisschen reingelesen, beziehungsweise habe dann die Plattform rausgesucht, worüber die das gemacht hat. Habe dann auch versucht, eine Anzeige zu schalten. Also es ging einfach darum, dass gewisse Sklaven es einfach geil finden, sich finanziell dominieren zu lassen oder ausnehmen zu lassen. Das sind dann sogenannte Geldsklaven. Und dann habe ich auch mal versucht, eine Anzeige zu schalten, so, ey, ich suche einen Geldsklaven, ne? So, bereichere mir das Leben, indem du mir alles bezahlst. Und dann habe ich schnell gemerkt, wo dann mein Postfach mit Nachrichten halt gefüllt wurde, dass es gar nicht so einfach geht und dass viele auch eine Gegenleistung erwarten. Und dann wurden halt, also da wurde ich halt mit Fachtermini beschmissen, wo es dann auch in diese Richtung ging, die ich jetzt fahre. Das ist so spannend, was du erzählst, und ich möchte unbedingt mehr erfahren. Besonders möchte ich gleich darüber sprechen, wie dein erstes Treffen mit so einem Sklaven aussah. Das ist Mai, oder auch Herrin Mai genannt. Mai ist 24 Jahre alt, studiert BWL, lebt in Berlin in einer WG und liebt es, zu Techno zu tanzen. BDSM habe ich zum ersten Mal in Berliner Clubs erlebt. Und sie arbeitet als Domina. Ich habe mehrere Sklaven. Bei vielen von euch springt vielleicht jetzt direkt ein Kopfkino an, was Dominas so tun. Stopp, stopp, stopp. Vermutlich sind da ganz viele Klischees dazwischen. Dominas entscheiden selbst darüber, welche Dienstleistungen im sexuellen Bereich sie anbieten und wie weit sie gehen wollen. Jede Domina hat da ihre eigenen Grenzen. Mit Herrin Mai klären wir heute, wie ihr Alltag als Domina aussieht. Das sind natürlich nur ihre Erfahrungen und ihre Perspektive. Und wir reden gleich sehr explizit über Sexpraktiken. Herrin Mai hat alles über die Zeit hinweg für sich entdeckt, was nicht heißt, dass es für alle interessant oder ein Muss ist. Geht beim Sex nur so weit, wie ihr euch wohlfühlt. Zurück zu Mai. Welcher Fetisch ihr besonders viel Spaß macht, das erfahren wir gleich. Bist du bereit, Mai? Weil jetzt kommst du der Schnellfragerunde und da habe ich mega Bock drauf, weil wir haben ein Entweder-oder-Spiel für dich vorbereitet. Are you ready? Okay, let's go. Lack oder Leder? Lack. Ist es ein Klischee oder gehört es zu deinem? Ist auf jeden Fall ein Klischee, also Ah gehört ja. nicht zu meiner Realität als Okay. Domina sein, ja. Okay, interesting. Sub oder Dom? Dann kannst du einmal sagen, was das heißt. Sub ist der devote Part, du lässt dich dominieren und Dom ist natürlich dann der dominante Part. Also bei meiner Ausübung auf jeden Fall Dom. Eindeutig, ja, absolut. Licht an oder Licht aus? Licht an. In der Arbeitenposition oder würdest du auch als Sowohl als private auch. Person sagen, immer Licht an? Sowohl als auch, ja. Finde ich gut. Hart
oder soft? Hart. Immer? Immer. Hey, aber harte Schale, weicher Kern ist schon ein Ding, oder? Ja. Du so nicht, gar nicht. Ich mag's hart. Ja, das lassen wir so stehen, das ist vollkommen in Ordnung. Stöhnen oder schweigen? Stöhnen. Also laut sein lieber, ja. Boah, schweigen finde ich ganz schlimm. Nächste Frage. Peitsche oder Nippelklemme? Oh, Peitsche. Wer noch nie was von Nippelklemmen gehört hat, das ist auch ein Werkzeug, richtig? Ja, ja, genau. Ja. Toys oder Hände? Boah. Hände. Warum? Ich lieb's, Eier zu quetschen. Da sind wir wieder beim Thema. Es ist einfach so. Okay. Last one. Spontanes Treffen oder geplantes Date? Boah, in welcher Hinsicht jetzt? Kannst du sagen. Ich würde jetzt mal sagen, auf die Arbeit bezogen. Schon geplant. Und wenn es nicht Arbeit wäre? Spontan. Ah, interessant. Okay, okay. Mai, ich bin so interessiert daran, wie der Einstieg war, weil ich mir vorstellen kann, weil ich so begeistert bin, von dir zu hören, wie das ist, dass es für dich auch krass war. Wie war dein erstes Arbeiten als Domina? Das war erstmal viel Rumschreiberei für mich selbst auch, um einfach zu checken, wie der Vibe so ist zwischen mir und den Sklaven, den ich dann hätte treffen sollen. Aber dann hat es irgendwie doch geklappt, dass mich dann jemand angeschrieben hatte und meinte, hey du, wir können erstmal spazieren gehen und uns kennenlernen und dann einfach mal so checken, was wir so voneinander erwarten. Hm. Und dann haben wir uns getroffen am Späti. Das war auch super weird irgendwie, weil wir sind uns schon begegnet, also wir sind aneinander vorbeigelaufen, wussten aber nicht, dass wir das sind, weil wir auch nicht wussten, wie wir aussehen. Also beziehungsweise ich in meiner Anzeige hatte ein Bild von mir drin, aber ich wusste nicht, wie er aussieht. Mhm. Dann haben wir uns gesehen und das war wie so beim ersten Date irgendwie. Man sieht sich und fragt, bist du's? Okay, ja, klar. Bruder bei die Fische, ja. Jo. Ich möchte mir diese Alltagssituation vorstellen. Okay. Wie sehen so Dates aus? Inzwischen ist es so, wir machen einen Termin aus und der kommt dann zu mir nach Hause. Zieht sich komplett nackt aus. Das ist auch genauso, wie ich das haben möchte, dass er sich von mir komplett entblößt. Wir haben vorher schon abgesprochen, was wir machen wollen oder was er machen möchte. Und wenn wir dann in diesem Moment sind, wenn die Türen zufallen, dann ist es so, dann rede ich noch ein bisschen mit ihm, so von wegen, ja, so Smalltalk-mäßig. Und dann geht's halt zur Sache. Schon so. Ja, also was ich super gerne mache, ist Cockball-Torture, also Foltern des Penises, Hoden und der Eichel. Warte. Was ich da spezifisch mache, ist einfach, ich habe Tools wie eine Peitsche oder Kerzenwachs und füge ihm dann Schmerzen. Also wie zum Beispiel mit einer Peitsche, ich kann seinen Penis auspeitschen, auch seine Hoden auspeitschen oder heißen Kerzenwachs drüber träufeln lassen. Was ich ja super gerne ist, mache, den Hoden einfach mit bloßer Hand zu quetschen. Welche Rolle spielen dann bei solchen Dates mit Sklaven Konsens? Super große Rolle. Super, super große Rolle. Weil wenn wir nicht uns einig sind, was wir machen, oder wenn irgendwer was versucht, was nicht abgesprochen war, dann mache ich da auch nicht mit. Ich frage auch immer, obwohl wir das vorher vielleicht auch so schriftlich besprochen haben, was wir machen, so, ist das okay für dich gerade? Genauso wie mittendrin, kann ich das weiter noch so machen, weil ich in dem Moment keine Grenzen überschreiten möchte. Und wenn ich dann weiß, okay, ich kann da weiter rangehen, dann mache ich das auch. Aber wenn nicht, dann nicht. Ja. Weil, ja, mir sind seine Grenzen auch super wichtig. Ja. Weil ich weiß, den juckt es nicht oder ihm ist das gleichgültig, macht es mir auch keinen Spaß. Irgendwie. Findest du trotzdem wichtig, an so einem Punkt, zum Beispiel auch an Menschen, die das hier sehen, zu sagen, dass das Grenzen setzen und die Gefahr, dass jemand diese übertreten könnte, etwas ist, wo man eine Warnung aussprechen muss? Oder wie gehst du damit um? Tatsächlich ja, weil du hast dann im besten Fall, wenn die dabei Lust empfinden und erregt werden, die sind ja dann in einem Mindset, da könnten die ja alles eigentlich machen, ne? Weil die haben erregt Zustand, da bist du ja total euphorisiert und man hat schon Bedenken, dass vielleicht jemand übergriffig werden könnte, aber da mache ich halt auch viel mit Kommunikation vorher klar. Wenn ich merke, dass du unerfahren in diesem Bereich bist, wenn ich merke, du respektierst meine Grenzen nicht, dann sage ich direkt, wir brauchen uns nicht sehen. Boah, und deswegen finde ich das auch so wichtig, dass du erzählst, dass das mit Vertrauen und auf Augenhöhe begegnen zu tun hat und nicht das, was da so diese dominante und
Sub-Rolle ist, mhm, sich wirklich so auf eine zwischenmenschliche Beziehung oder so überträgt, voll, gar nicht. Und natürlich sprechen wir hier sowieso über Handlungen, die für Minderjährige überhaupt nicht geeignet sind. Wie hat die Arbeit als Domina deine eigene Sexualität beeinflusst? Mhm. Was hat das mit dir gemacht? So, ich hatte das immer im Gefühl gehabt, beziehungsweise habe ich mir das immer vorstellen können, dass ich dominant sein kann, aber hatte einfach den Partner nicht dazu gehabt, um das halt irgendwie ausleben zu können. So, in dieser Hinsicht bin ich halt viel offener geworden für so Praktiken, mhm, im Bett, auf jeden, mhm, Fall. Und auch generell mit Fetischen, die sich also meine Partner dann mir anvertrauen, bin ich dann so, hey, können wir gerne ausprobieren, mhm, wenn das deine Vorliebe ist, wenn das deine Neigung ist, warum nicht? Mhm. Ist diese Arbeit für dich manchmal selbst sexuell erregend? Ja. Ah ja. Anfangs nicht. Für mich war es wirklich so, finde ich lustig, dass du gerade vor mir liegst und ja, dich mir total hingibst. Aber irgendwann, vor allem wenn du das auch visually vor deinen Augen hast, dass der Penis dann hart wird, mhm, muss ich sagen, regt mich das auch an. Mhm. Ja. Ja. Lass uns über Vorurteile und über Stigmata reden. Denn, mhm, es ist so, ich kann es mir nur ausmalen, wie es sich für dich anfühlt. Wie geht dein Umfeld, auch so Freunde und so, damit um? Ich muss sagen, ich habe unheimlich viel Glück, dass ich ein offenes Umfeld habe. Also, dass die da nicht rangehen und sagen, finde ich total kacke, was du machst, sondern dass sie auch noch interessiert, wirklich interessiert daran sind, was ich da wirklich mache. Danach ist es einfach nur dieses, aber was machst du da? Und ich glaube eher so diese Sorgen mir gegenüber, dass es mir auch wirklich gut geht dabei. Mm. Das ist dann so eher das. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass viele Leute sich dann halt auch dieses Bild ausmalen, so, ja, du hast Sex, mit denen lässt dich ausnutzen oder musst irgendwie boshaft grausam den Schmerzen zufügen, also dass da schon ein herber Beigeschmack ist. Mhm. Aber das ist es ja einfach nicht. In Mais Fall geht es hier um eine proaktive Entscheidung, diesen Beruf auszuüben. Uns ist total bewusst, dass das nicht überall der Fall ist. Und es muss unbedingt noch viel mehr darüber gesprochen werden, dass Zwangsprostitution, genauer gesagt Menschenhandel, Gewalt, besonders auf Frauen und marginalisierte Menschen ausgeübt wird. Und das ist ein Thema, wo unsere Gesellschaft einiges noch tun muss, um diese Menschen viel mehr zu schützen. Was wünschst du dir von der Gesellschaft für die Zukunft? Also ich hoffe, dass wir alle einfach mal ein bisschen viel offener dem Thema BDSM bzw. diesen Fetischen, den die Sklaven ausleben, einfach sind. Weil im Endeffekt, das sind Neigungen, Vorlieben, die gehören zur Sexualität dazu. Und warum soll sowas stigmatisiert werden, wenn es im eigenen Schlafzimmer okay ist? Und, mhm, außerhalb dann wiederum nicht mehr. Und auch dieses Domina-Sein an sich, so als Domina, du bist nicht diese böse Frau. Nein, du kannst eine Domina in deiner eigenen Art sein, in deiner eigenen Rolle oder Persönlichkeit und kannst den Mann oder den Gegenüber, den du gerade hast, auf deine Art und Weise dominieren und auch deinen Spaß dabei empfinden. Ich finde, wir sollten einfach viel offener auf diese Spielarten oder Praktiken gegenüber sein und sich auch nicht davor verschließen, auch wenn die Leute sich dir anvertrauen mit dem Fetisch, dass du nicht direkt sagst, so, hey, das finde ich total absurd, total verwerflich, weil so viele Menschen haben so viele verschiedene Fetische und das ist total normal und das sollten wir alle normalisieren einfach, ja, und mehr drüber sprechen. Ja, genau. Ey, und ich finde auch immer so Tabubrechen dazu und Entstigmatisierung hilft am Ende allen viel mehr, weil dann kannst du einfach offen darüber reden, dass, natürlich, jemand sich was wünscht und auch sagen zu können, können wir ausprobieren oder gar keinen Bock. Ich bin mega, mega dankbar, dass du hier heute warst, um diese ganzen Fragen von mir zu beantworten, so mein Sprudeln so mit aufzufangen. Vielen, vielen Dank, Mai. Mega schön. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Schreibt uns jetzt unbedingt eure Gedanken in die Kommentare, auch da wieder. Ja, es gibt keine Tabus. Sagt uns, was ihr denkt. War das Thema BDSM komplett neu für euch? So, lasst uns da auf jeden Fall weiter drüber sprechen. Und hier könnt ihr auf ein Video klicken von Follow Me Reports, denn da trifft Aminata eine Domina und auch einen sogenannten Sklaven. Klickt da gerne drauf und abonniert gerne diesen Kanal. Das wird uns sehr freuen. Vielen, vielen Dank an dich. Danke. Und wir sagen Tschüss. Tschüss. Ciao.